Autobahnen gelten als schnelle und sichere Verbindung zwischen Verkehrsknotenpunkten. Dennoch müssen vor Auffahrt auf die Autobahn einige Punkte beachtet werden. Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur von Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt. Außerdem dürfen die Ladung und das Fahrzeug nicht höher als 4 Meter und nicht breiter als 2,55 Meter sein. Das gilt auch für Anhänger. Mit einem Mofa oder Kleinkraftrad darfst du die Autobahn oder Kraftfahrstraße nicht benutzen. Bevor du mit deinem Auto auf die Autobahn auffährst, überprüfe, ob der Tank voll ist, tanke gegebenenfalls nach und kontrolliere den Luftdruck deiner Reifen. Blaue Vorwegweiser weisen dir den Weg zur Autobahn. Ihnen kannst du neben der Nummer und der Richtung der Autobahn auch entnehmen, welche Zufahrt als erstes kommt. Sehr oft lässt sich schon vor der Einfahrt auf die Autobahn das Verkehrsaufkommen einschätzen. Ein früher Blick verschafft Übersicht über den Verkehr im rechten Fahrstreifen. Einmal eingefahren ist ein Umkehren wegen Stau auf der Autobahn nicht mehr möglich. Kurz vor der Autobahnzufahrt geben Verkehrszeichen die genaue Richtung an, die zum gewünschten Ziel führt. Du darfst nur an den gekennzeichneten Anschlussstellen einfahren. Merke, dass du nicht zum Geisterfahrer wirst, fahre immer nach rechts auf die Autobahn ein und verlasse sie auch nach rechts. Ein frühzeitiger Blick nach links verschafft dir Übersicht über den Verkehr im rechten Fahrstreifen. Autobahnauffahrten haben einen Einfädelungsstreifen. Dieser dient zur Angleichung der Geschwindigkeit des einfahrenden Fahrzeugs mit dem fließenden Verkehr. Beschleunige kräftig und nutze mindestens 2/3 des Einfädelungsstreifens. Beobachte den nachfolgenden Verkehr und blinke von Beginn an nach links. Ist eine passende Lücke ausgewählt, wird der tote Winkel kontrolliert und dann erfolgt der Wechsel im flachen Winkel in den Fahrstreifen der Autobahn. Häufige Fehler: zu geringe Beschleunigung und damit zu große Differenzgeschwindigkeit. Zu frühes Wechseln und damit nicht Ausnutzen des gesamten Einfädelungsstreifens. Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs ausschließlich über Schulterblick.